Ja, hier noch was aus der Kategorie essbar, was ich hier gerade gefunden habe. Generell gilt, Grassamen sind immer essbar. Und wenn sie im Fall wie hier in so einer praktischen Verpackung vorliegen, kommt man da auch ganz gut dran. Das ist jetzt natürlich das Korn plus die Spreu. Die Spreu könnte man jetzt nicht gebrauchen. Man könnte jetzt mit sehr umständlichen Methoden tatsächlich versuchen, hier die Körner allein rauszukriegen. Die sind aber relativ klein. Und im Notfall, wenn man jetzt wirklich dringend ein paar Kalorien braucht, kann man sich sowas auch einfach so in den Mund schmeißen und halt drauf rumkauen. Auf die Dauer ist das nicht so gut für die Zähne, wie wir aus Gebissen von Jungsteinzeitmenschen wissen. Hoppla, jetzt schmeiße ich es hier weg. Egal, ist ja noch mehr davon da. Aber prinzipiell, da kriegt man auch ein paar Nährstoffe raus, wenn man jetzt auf sowas entsprechend fröhlich rumkaut. Und das muss ich jetzt, glaube ich, auch zu Testzwecken einmal kurz demonstrieren. Sonst glaubt mir das wieder keiner. Ja, nam, 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 ja, crispy. Naja, nicht das Schlechteste, was ich heute gegessen habe, aber ein kleines Portionchen soll reichen. Man hat halt das Maul voll. In Anführungszeichen Ballaststoffen. Und bestimmt 70% von dem Zeug, was man gegessen hat, ist nicht verdaubar und kommt entsprechend auch am Ende wieder zum Vorschein. Irgendwann. Was, je nachdem wie viel man davon futtert, übrigens ziemlich lange dauern kann. Aber theoretisch, ihr wollt es ja nur gesagt haben, auch das eine Notoption, um noch ein paar Kalorien wenigstens zustande zu bringen. Ist übrigens generell so, habe ich zwar irgendwo schon mal erklärt, aber ich kann es ja noch mal zu schnell sagen, was man wirklich braucht, um einigermaßen leistungsfähig zu sein, sind auch nur ein paar Kalorien. Man kann ganz viel mit der Fettreserve machen, aber immer ein gewisses Maß an Stärke bzw. Zucker sollte man versuchen, sich jeden Tag in einem langfristigen Szenario zuzuführen. Sonst wird man einfach schlapp und kraftlos und ist zu nichts mehr zu gebrauchen. Dann ist auch wieder eine Gehhilfe übrigens sehr hilfreich, gerade wenn man dann schon wirklich länger unterwegs ist und unaufmerksam wird vom Laufen her. Muss dann noch die Reste verkauen. Aber gerade in so einem Fall immer ein paar Kalorien sich schon zuführen, ist nicht verkehrt. Es gibt auch den Ansatz, dass man ständig irgendwelche essbaren Pflanzen mampfen soll. Also quasi auf der gesamten Tour. Alles an Brennnesselblättern, Sauerklee und was auch immer man da sonst noch. Junge Buchenblätter, Lärchennadeln, all so ein Zeug, all das wegmampfen, damit gar nicht erst Hunger aufkommt. Die Theorie gibt's auch. Ja, das stopft den Magen, das gibt aber halt eben keine Kraft. Das ist halt immer so was. Das mag vielleicht trotzdem sinnvoll sein, aus mentalen, psychischen Gründen, dass man sich einfach wohler fühlt, wenn man irgendwas mampft und das Gefühl hat, man würde hier etwas fürs Überleben tun. Kann schon sein, dass das funktioniert. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es bei mir funktionieren wird, weil ich genau weiß, dass mir das nichts bringt. Und davon abgesehen, das habe ich jetzt schon mehrfach demonstriert, es schmeckt doch auch nicht. Dose Ravioli wäre schön. Wenn man sich übrigens ein bisschen im Wald auskennt, sagt auch die Struktur des Waldes bzw. die vorherrschende Baumart durchaus auch was über den Wald an sich aus. Hier haben wir nämlich einen erlenreichen Bestand. Das hier sind Erlen, was ihr hier gerade alles sehen könnt. Das bedeutet, die stehen immer nur da, wo es nass ist. Das bedeutet wiederum, insbesondere mit der üppigen Bodenvegetation, dass man hier nach Möglichkeit nicht durchlaufen sollte, weil da kann man bloß einsacken und findet auch nichts wirklich Brauchbares zu mampfen. Und das kann ich euch schon deswegen sagen, weil da eben Erlen stehen. Man kann es auch sonst erahnen, aber ich wollte es nur mal am Rande erwähnt haben. Okay, hier gibt es jetzt vereinzelt ein paar Nadelbäume, aber dazwischen auch noch jede Menge Dickicht. Und ein da drin rumlaufen
So viele Nadelbäume sind es im Übrigen nämlich auch nicht. Ja, das würde ich jetzt machen, wenn ich wirklich dringend Harz bräuchte. Im Prinzip brauche ich auch dringend Harz. Ich bin aber noch unentschlossen, ob ich es da wirklich, da geht es ja auch noch ordentlich bergauf, die Energie auch aufwenden soll, um jetzt hier da durchzustapfen. Und ob man dann Harz findet, ist halt auch nochmal eine andere Frage. Ja, ich mache es jetzt mal zu Demonstrationszwecken. Und da jetzt durch und hochkommen, ist auch schon gar nicht so einfach. Ich vermute mal, ja, da bin ich wahrscheinlich so am besten dran. Mal gucken. Sehr vollgestopfte Hosentaschen sind bei sowas auch nicht unbedingt die allerbeste Idee. Jetzt gucke ich mal, dass ich das mit der Kamera halbwegs hinkriege, dass man dann sieht, was ich jetzt vorhabe. Und jetzt gucke ich mal, dass ich hier jetzt irgendwie hochkomme und ich hoffe, ihr seht das, weil ich muss jetzt mich jetzt aufs Gehen konzentrieren. Ich habe den zufolge keine Zeit, auf die Kamera zu achten. Neck. Neck. Und wichtig ist halt echt, hier jetzt keine sportlichen Höchstleistungen vollbringen wollen, sondern schön langsam, schön sicher solche Klettereien, keine unnötigen Risiken eingehen. Okay. Bim, 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 bim. Also Tanne gibt es hier schon mal. Das ist natürlich ein bisschen doof. Wenn man nämlich Harz haben will, ist Tanne eher die schlechte Alternative. Aber da haben wir eine Fichte. Mal gucken. Tanne geht ja auch für Harz, aber naja. Gut. Fichte. Von Harz bisher keine Spur. Und ich... Oh, da ist der olle Sauerklee. Nein, den esse ich jetzt nicht. Der schmeckt zwar tatsächlich gar nicht so übel. Aber ich habe schon genug Grünzeug gemampft. Davon abgesehen bringt er ja nichts. Oh, da drüben. Da hat es zumindest eine minimale Menge Harz. In Verbindung mit meiner minimalen, übrigens nur damit ihr seht, worin ich hier rumlaufe, in Verbindung mit meiner minimalen Birkenrinde, reicht es vielleicht. Vielleicht. Besser wäre noch eine Birke. Oder zwei. Oder ein Birkenwäldchen. Ein Birkenwäldchen wäre schön. So. Next. Das ist übrigens alles auch einfacher, wenn man nicht versucht, dabei zu filmen. Ja, aber hier winzige Harzaustritt Spuren. Ich schau mal, ob ich da was finde. Bingo. Da war auch jemand vor mir schon am Harz sammeln. Das ist, glaube ich, zu symmetrisch, um Zufall zu sein. Aber jedenfalls kann ich mir da, gerade hier so da in diesem Bereich, hier ein bisschen was abkratzen. Jetzt brauche ich nur noch irgendein halbwegs geeignetes Transportmedium. Hätte noch eine Plastiktüte zu meiner Ausrüstung hier zupacken können. Habe aber gedacht, ach nö, das kriegst du schon irgendwie so hin. Naja, mal gucken. Ich brauche aber jetzt halt leider wieder beide Hände und bin immer zu faul, extra ein Stativ aufzustellen. Deswegen, deshalb kriegt ihr nur das Resultat zu sehen. So, das ist das Resultat. Das ist auf jeden Fall eine gute Menge. Das sollte mir eigentlich reichen. Ich möchte trotzdem noch ein bisschen Birkenrinde, weil Harz ist ein Brandbeschleuniger, nicht unbedingt ein Zunder. Also ich weiß es nicht. Wäre mir neu, dass der anfängt zu brennen, wenn er da irgendwelche Funken abbekommt. Außer es gibt da irgendeinen tollen Trick, den ich nicht kenne. Keine Ahnung. Aber was ich noch zum Harzsammeln sagen wollte, ich habe jetzt zum Beispiel hier ein bisschen was abgekratzt. Ich habe jetzt hier ein bisschen was abgekratzt. Was ich zum Beispiel nicht abgekratzt habe, ist dieser ganze Bobbel. Der besteht zwar komplett aus Harz, aber beim Harzsammeln sollte man halt auch schauen, dass die Funktion dessen, dass der Baum hier rumharzt, einigermaßen gewahrt bleibt. Weil der macht das ja, um seine Wunden zu verschließen. Und wenn man jetzt sämtliches Harz aus der Wunde rauspopelt, weil man es haben möchte, dann ist die Wunde halt wieder offen. Das heißt, dem Baum ist damit auch nicht gerade geholfen. Hingegen, wenn es da halt so runterläuft wie hier und da würden jetzt größere Harzklumpen dranhängen, die könnte man schon mitnehmen, das ist egal. Das ist ja nicht die Wunde, das ist ja nur das Überschüssige, was da halt runterläuft. Oder ja, hier zum Beispiel, hier habe ich auch gerade einiges abgesammelt, weil das ist nur das Überschüssige, was hier oben ausgetreten ist.
Das kann man dann machen, aber nicht riesige Löcher in die Wunde reinbohren, weil man auch ja jedes bisschen Harz mitnehmen möchte, das da ist. Das sollte man außer in einer realen Survival-Situation vermeiden. So, und jetzt gucke ich, dass ich da wieder runter zum Weg komme, und zwar lebend. Und dann gehe ich nach da hinten noch ein bisschen weiter, weil ich das Gefühl habe, da könnte es vielleicht noch eine Birke geben. Also so ungefähr eine halbe Stunde stapfe ich auf jeden Fall noch in die Richtung, und sonst drehe ich halt langsam wieder um. Ich entferne mich nämlich jetzt auch schon wieder von dieser potenziellen Feuerstelle und will ja doch schon irgendwo da in der Nähe, zumindest einigermaßen in der Nähe, mir mein Lager ausspinifeln. Also ich hätte eigentlich echt nicht übel Lust, da so ein bisschen hoch zu kraxeln da hinten. Das ist zwar ein ordentlicher Anstieg und verbraucht unnötig Energie, aber seht ihr da hinten diese, ja, das kann man jetzt von der Kamera her nicht so gut sehen, jetzt, da sind Kiefern, ne? Zweifarbiger Stamm, ich habe es im entsprechenden Kiefernvideo erklärt. Und Kiefern sind natürlich schön für Survival-Zwecke. Dann könnte ich vielleicht sogar noch ein bisschen Kienspan entdecken irgendwo. Zumindest kleinere Menge. Aber da jetzt hinzustapfen, das sollte man sich halt wirklich zweimal überlegen. Dadurch und dann noch Bach. Da besteht die Möglichkeit, sich nasse Füße zu holen. Ist halt zwar kein Weltuntergang, aber auch nicht angenehm. Und dann da hochkraxeln, das lasse ich lieber sein. Aber jucken wird es mich schon in den Fingern. Ja, oh, das ist hier auch gut zu wissen. Hier haben wir indische Springkraut. Wupp. Das ist jetzt natürlich noch nicht zu verwerten, aber wenn das groß wäre und entsprechend Samen tragen würde, dann könnte man sich diese natürlich auch in größeren Mengen rösten und hätte dann auch wieder was zu essen. Ist aber erst so normalerweise im Spätsommer, wenn es nicht sogar zweimal pro Jahr blüht, beziehungsweise Samen trägt. Aber jetzt auf jeden Fall nicht. Hier ist insgesamt relativ feucht. Das ist von daher gut, dass man sich in so Feuchtgebieten teilweise auch die Wurzeln von den da vorkommenden Grasarten, also auch Schilf, Schilf ist auch ein Gras, ausbuddeln kann, und die sind auch sehr nahrhaft. Aber Schilf entdecke ich hier jetzt keins. Ja, kurzes Update. Hier hinter mir seht ihr eine Schlucht, ja, wenn man so nennen möchte. Und da drin fließt ein Bach. Das ist der Bach, an dem ich jetzt schon ein paar Mal gestanden bin und überlegt habe, dass ich ja noch Wasser habe. Inzwischen habe ich übrigens nicht mehr so viel, werde mir also demnächst welches holen, aber solange ich am Bach entlang laufe, besteht da ja keinerlei Dringlichkeit. Tatsache ist, ich laufe den gerade hoch. Prinzipiell ist das auf jeden Fall immer eine gute Idee, wenn man zu irgendeiner Quelle möchte, den Bach hochlaufen. Wasserqualität wird auch besser und besser, je höher man kommt. Das muss nicht unbedingt immer sein, dass man da wirklich direkt zur Quelle dackelt. Ist natürlich auf Nummer sicher gehen eine gute Idee. Ich fürchte aber, dass ich jetzt hier in diesem Tal Rundumsicht, da hinten könnt ihr es auch nochmal sehen, das bleibt also wirklich so ein kleines, relativ enges Tal. Und ich gehe schwer von aus, weil ich grob weiß, wie Vorstraßen angelegt werden, dass diese in diesem Tal weiter verlaufen wird. Vielleicht macht sie irgendwann mal einen Knick nach oben. Aber fürs Erste sind wir hier auf der Talstraße unterwegs. Ich glaube nicht, dass das hier nochmal zu irgendeinem Pionierwald führt, in dem ich dann Birken erwarten dürfte. Das ist also jetzt eher schlecht. Wäre aber schon wirklich gut, wenn ich noch irgendwo ein bisschen Birkenrinde herkriegen könnte. Ich habe mir notfalls auch noch gemerkt, wo die Birke war, bei der ich mich schon bedient hatte. Da ist allerdings echt nicht mehr viel zu holen, ohne die Birke zu schädigen. Und das kommt wirklich nicht in Frage für irgendwelche Test-Survival-Maßnahmen. Ich habe an sonstigen Plunder dann bloß noch ein ganz kleines bisschen Papier, in dem meine Schokolade eingepackt ist. Und da jetzt, in dem jetzt der Harz drin ist, der Harz.
das Harz natürlich. Der Harz ist was anderes. Oh schön, guckt mal. Zwischendrin auch mal eine nette Landschaftsaufnahme. Ja, nett, nicht außergewöhnlich. Naja, aber jedenfalls, dieses harzgetränkte Papierchen könnte vielleicht Feuerfang im Feuerstil hantiert. Also in Kombination mit der Birkenrinde, die ich habe. Das Dumme ist, hat man halt nur einen Versuch und wenn es dann doch in die Hose geht, kein zweites Backup zum Feuer machen. Und jetzt muss ich gestehen, ich habe vom Auto aus irgendwann mal, als ich so grob in der Richtung hier rumgefahren bin, gibt hier eine große Straße, die von Dorf zu Dorf führt, habe ich mal ein paar Birken entdeckt und weiß, dass die von der Feuerstelle aus nicht weit weg sind. Und da würde ich fast noch vorbeistapfen wollen. Was bedeutet, ich muss hier jetzt umdrehen, was natürlich auch den Vorteil hat, dass ich da nicht mehr bergauf gehe. Yay! Oh, geht gleich angenehmer. Na gut, ich bin zurzeit zwar nicht geistig, aber zumindest körperlich einigermaßen fit. Von daher ist das jetzt so vom Marsch kein großes Problem. Aber die 5 Kilometer habe ich auf jeden Fall. Es war dicke zusammen. Ich schätze mal, 7 oder 8 sind es inzwischen auch. Ich mache ja immer wieder zwischendrin Filmpausen. So viel Akku habe ich dann auch nicht und ich will euch noch relativ ausführlich zeigen, wie ich das Lager aufbaue. Es ist jetzt gleich 16.30 Uhr. Wir haben also noch auf jeden Fall gut Zeit und Tageslicht, um das alles zu bewerkstelligen. Denke ich mal. Habe aber eben jetzt ein paar verdächtige Geräusche von der Grillstelle gehört, die irgendwie darauf schließen lassen, dass die Möglichkeit besteht, dass die besetzt ist. Das ist halt der Haken bei öffentlichen Grillstellen. Die sind öffentlich. Da kann auch mal jemand anders einem zuvorkommen. Das wäre natürlich blöd. Es gibt da theoretisch zwei Feuerplätze. Aber wenn da jemand ist, der da grillt, und der Geräuschkulisse nach zu urteilen, waren das nicht unbedingt nur zwei Personen, will ich mich jetzt ungern zu so einer Meute an die zweite Grillstelle hocken und dann da auch noch mit der Kamera hantieren. Das wäre ein bisschen ungemütlich, vorsichtig ausgedrückt. Zumal eine Meute, die mit Autos direkt an die Grillstelle fährt. Gut, das macht Sinn, da gibt es einen großen Parkplatz. Das muss ich ja zugeben, dass das echt Sinn macht. Aber generell habe ich von solchen Meuten irgendwie nicht die beste Meinung. Bin halt ein schlechter Mensch und habe Vorurteile. Gut, aber da gehen wir jetzt mal hin. Ich weiß nicht, ob ich bis dahin noch irgendwas Interessantes finde. Wenn ja, sage ich es euch Bescheid. Und wenn nicht, dann gucken wir mal, wie es da ausschaut. Dann kann ich vom Gebüsch aus survivalmäßig die ja mal ausspähen. So taktisch und so. Mist, ich habe Gesichtstarnschminke vergessen. Ich könnte mir irgendwelche Grünzeug an den Hut stecken, aber das geht auch nicht, weil ich mein Hutband nicht dabei habe. Verdammt. Naja, irgendwas fällt mir schon ein.